Grenzschutz, Tierschutz, Pflanzenschutz, Gewässerschutz. Alle wollen irgendetwas schützen. Teil wollen von etwas mehr, Teil von etwas weniger. Auf jeden Fall, am Schluss, sind ganz viele Erwartungen da an unsere Bauernfamilie. In solchen Zeiten braucht es eine starke Interessenvertretung, die eine klare Vorstellung von der Zukunft hat und auch in der Lage ist, eine Vision in den Raum zu stellen, wo das Reis hergehen könnte. Wir als Berner Bauernverband haben einen konkreten Vorschlag, wo die Agrarpolitik ab 2022 hergehen könnte. Gerne sind wir bereit, mit den Leuten und den Verbänden, die Interesse haben, sich ernsthaft über die Zukunft Gedanken zu machen und an den Tisch zu hocken, für miteinander Lösungen für die Zukunft, für Perspektiven für die Berner Bauernfamilien zu erarbeiten.